Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RadiumC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und ihr habt es nicht geglaubt, aber es ist hier. Und zwar Mario Maker 2 0% Level. Wir machen hier einen auf nostalgischen Hasen, denn vor einigen Jahren habe ich auf dem Zweitkanal, so wollte ich weiß, auch mal Mario Maker 0% Level gespielt und es hat mich gebrochen. Und ich dachte mir mal, jo, bringst du mal wieder Mario Maker 0% Level und lass dafür jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Ich habe Mario Maker 2 lange nicht mehr angefasst, aber ich habe mich mit dem Spiel ein bisschen befasst und weiß, wie ich jetzt an diese 0% Level rankomme. Wenn wir jetzt nämlich in die Detailsuche gehen und dann auf die Lupe gehen, können wir hier Abschlussrate filtern. Das alles kann hier so bleiben, wie es ist. Gehen wir auf OK. Und jetzt kommen Level raus, die einfach nur crazy sind. Zum Beispiel, wenn wir hier schon drauf gehen, sehen wir Abschlussrate 0,00%. 2 von 29.000 Versuchen. Und schon sind wir drinnen. Das Level ist von einem Japaner und heißt einfach nur Swim. Wir sehen direkt das Ziel. Aber es wird wahrscheinlich hier sehr schwierig sein. Es sieht erstmal überhaupt nicht kompliziert aus. Oh mein Gott. Man muss halt einfach durch diesen Hohlraum da. Jeder ist schon da verkackt. Okay, ein paar haben es ein paar Zentimeter weiter geschafft. Das wird hier auf jeden Fall ein Spaß, Alter. Holy shit. Braucht hier auf jeden Fall. Boah. Ich glaube, man muss einfach erstmal gescheit reinkommen. Okay. Also, du gehst gescheit. Ich hoffe übrigens, das ist auch vom Sound der Post. Ja, sollte klar gehen. Man soll gescheit einfach erstmal reingehen und dann halt die ganze Zeit B spammen. Also, ich nutze mal B. Manche nutzen auch A. Es ist so asozial. Wir können natürlich hier auch skippen. Werden wir jetzt aber natürlich noch nicht machen. Wir müssen hier den perfekten Winkel finden. Digga, es wirkt so leicht. Es wirkt komplett leicht. Aber das ist unfassbar. Ich versuche jetzt hier mal in einem Rhythmus zu bleiben. Vielleicht kann man hier mal in einem Rhythmus reinschwimmen. Das wäre so meine nächste Strategie. Dieser Fisch im Hintergrund auch vorhin. Genau. Okay, Leute, ich habe mir eben eine neue Strategie überlegt. Und zwar von hier oben einfach so runterfallen lassen, sage ich es mal. Ne? Und dann, ne, fällt man halt dann automatisch irgendwo in diesen Hohlraum. Und dann muss man halt, ab dann muss man spammen. Aber ich glaube, das ist echt kompliziert. Es ist echt kompliziert. Wir müssen es mal selber probiert haben. Wir probieren es nochmal. Man muss halt komplett in diese, in diesen Hohlraum da kommen. Diese scheiß Stacheln, die da stören, ne? Und dann muss man, guck mal. Ab da muss man dann halt hardcore spammen. Ich weiß nicht, ob die ganzen Player vor mir das, die Methode auch schon probiert haben. Aber guck mal, man rutscht dann immer raus. Oder ob man das tatsächlich mit irgendeinem Glitch schaffen kann, das weiß ich auch nicht. Aber diese Kante ist auch so abgerundet. Seht ihr das? Die ist so ganz komisch abgerundet. Da muss man spammen. Meine lieben Freunde, ich kann ja jetzt schon nicht mehr. Holy shit, komm, wir müssen es mal zusammenreißen hier. Ich meine ja, wir sind bestimmt hier der dritte. Naja, es sind mehr Tries gewesen. Wir sind bestimmt hier einer der einzigen Personen, die das hier schaffen werden. Nicht. Ach stimmt, das sind jetzt dann quasi zwei Personen, die es geschafft haben, ne? Die Personen können natürlich auch so um die 1000 Versuche gebraucht haben, das kann natürlich auch sein. Wird wahrscheinlich auch der Fall gewesen sein. Ich meine, das Level war vom entweder 3. April oder 4. März. Ich weiß es gerade noch nicht genau. Ey, das ist echt. Das ist so asozial, Digga. So, Leute, ich habe jetzt hier eine neue Strategie und zwar habe ich jetzt mal die Kommentare angemacht. Vielleicht können die uns auch irgendwie weiterhelfen, hier im Boss, über irgendwelche japanischen Kommentare, die vielleicht hilfreich gewesen wären, aber ich kann es nicht lesen. Ich bin dumm. Okay, Leute, ich habe nochmal eben geschaut, die Person, die es geschafft hat, hat es in 2,6 Sekunden geschafft. Heißt, es muss also ziemlich flott hier alles passiert sein. Er soll hier gestartet haben, direkt hier rein und durch. Aber es ist halt leichter gesagt als getan. Holy shit, Mann. Ich sitze hier schon 15 Minuten dran und ich krieg's nicht hin. Ich glaube, das ist halt einfach so ein Ding. Alter, da kannst du auch stundenlang dran sein. Irgendwann klappt's vielleicht, aber alter Schwede. Impossible. Okay, Leute, wir haben hier einen Mario Bros. U-Stil, einen Wüstenstil und einen Speedrun. 10 Sekunden. Und das, oh mein Gott, ne, oder? Man muss hier die ganze, Alter, man muss hier alle rutschen und so perfekt ausnutzen. Auf die Millisekunde genau. Alter, wie weit davor wir verreckt sind. Alter, habt ihr gesehen? Einer hat es bis ganz knapp davor geschafft. Okay, diesmal sind wir ein bisschen weiter gekommen. Wir waren ziemlich weit. Wichtig ist auf jeden Fall hierbei, ich weiß, in Mario spielen. Ich weiß nicht, ob es in Mario Maker auch so ist, aber man muss die ganzen rutschen. Da, wo man rutschen kann, wird man, da wird man automatisch quasi schneller. Ne? Die sollte man auf jeden Fall nutzen. Okay, ich glaube, das war entweder gleich oder sogar besser. Okay, aber das scheint nicht ganz so unmachbar zu sein. Natürlich, du musst alles perfekt machen. Das muss halt punktgenau alles stimmen. Und irgendwie reizt mich das gerade. Das reizt mich gerade komplett. Also hier rutschen wir auch mal. Scheiße. Irgendwie kommen wir nicht weiter. Aber ich bin mir sicher, wenn wir jetzt alles überall rutschen, wo man rutschen kann. Ja, guck mal. Hier zum Beispiel kann ich nicht rutschen, weil ich einfach zu hoch springe. Ich probiere es gleich mal nur mit Sprüngen. Ob man irgendwie das mit Tricky Sprüngen alles irgendwie regeln kann. Aber wir sind irgendwie immer an der gleichen Stelle. Vielleicht soll man einfach nur rutschen.
Guck mal, das überlege ich mir auch gerade. Einfach nur rutschen. Einfach die kompletten Rutschen nutzen. Ja, also ich glaube, wir haben's. Na, oder wir sind ungefähr der gleiche Stand. Hä? Eine Sache, die mir gerade hier auch noch aufgefallen ist, ist, wenn man halt von so einem Abhang springt, dann ist man irgendwie schneller. Also man ist ja automatisch schneller, weil man rutscht, so, ne? Aber wenn man dann noch springt danach, dann ist man schneller. Vielleicht sollten wir das auch noch irgendwie mit einbauen. Das wäre so meine Theorie. Also nicht nur ständig rutschen, sondern da, wo wir die Möglichkeit kriegen, zu springen, den Schwung nutzen. Und hier zum Beispiel und direkt auf die nächste. Und hier irgendwie, das ist ein bisschen ziemlich weit, ne? Da merkt man, dass es... Okay, da sind wir hier schon verrückt. Ich schaff's bis zu den Ebenen. Schaffe ich es dann noch kurz vom Ziel. Aber weiter ist auch echt... Holy shit, Alter, was soll ich denn da sagen? Ich habe das Gefühl, es hat irgendwas hiermit zu tun. Ne, hiermit, hier, diese Passage. Ja, ich muss einfach manche auslassen. Das wäre so auch mal meine Theorie. Hier auslassen, hier rutschen, auslassen. Wir haben es tatsächlich viel weiter geschafft. Alter, sind wir hier die Pros in Mario Maker 2? Nö. Okay, Leute, eine neue Theorie, die ich habe. Und zwar denke ich, dass es am meisten Sinn macht zu rutschen, wenn man auch Maximum Speed hat. Bedeutet, das am Anfang lassen wir aus, da haben wir eigentlich noch kein Maximum Speed. So, jetzt haben wir den, jetzt rutschen wir auch. Jetzt rutschen, kurz davor vielleicht aufhören, damit man keinen Fehler macht, nicht an Geschwindigkeit verliert. Hier rutschen, hier rutschen. Okay, Leute, ich habe eine neue Erkenntnis gemacht. Flex. Ich habe, glaube ich, bisher immer zu kurz gerutscht. Man kann sich tatsächlich mit dem Rutschen auch ein bisschen Freiraum geben. Dann ist man tatsächlich auch ein bisschen schneller. Dann würde man zum Beispiel auch diesen Sprung hier, ja. Ich habe vorher noch ein bisschen besser gemacht. Bruh. Ja, tatsächlich ein bisschen länger. Wie war das Wort nochmal? Runterrutschen, so. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, spart dann die Millisekunden ein. So, guck mal hier zum Beispiel. Ja, holy shit, Alter. Guck mal, wie weit wir es schon gebracht haben. Wir sind mit unter den Top, was weiß ich. Aber schaffen wir es auch weiter? Ich glaube. Leute, ich bin hier gerade so am Schwitzen. Holy shit, das glaubt ihr nicht. Draußen ist auch so unfassbar warm. Das ist mitunter auch so ein Grund, warum ich das hier wieder spiele, weil mir das einfach mal wieder Vibes gegeben hat. Oh mein Gott, okay, so weit haben wir es noch nie geschafft. Also wir machen so. Bisschen länger rutschen. Okay, das war blöd. Genau. Da verliert man nochmal. Oh mein Gott, Alter, guck mal, wie weit wir es geschafft haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist unser bester Try. Okay, Leute, ich mache mit euch einen Vorschlag. Ich wollte es nicht machen, aber wir liken mal das Level. Wenn ihr den Daumen nach oben sprengt, dann werden wir in der nächsten Folge werden wir versuchen, das Level dann nochmal wirklich abzuschließen. Wir starten noch in ein allerletztes Level rein und hoffentlich schaffen wir das. Ansonsten, das Level habe ich mir gemerkt. Ey, ich habe so den Drang, dieses Level zu schaffen. Aber haben wir uns gut geschlagen? Ich hoffe, man kann sagen, dass wir uns gut geschlagen haben. Okay, sowas habe ich noch nie gesehen. 0%, ihr seht's. Aber 4 von 1 Million Versuchen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Alter, da schauen wir mal kurz rein. Okay, sammle alle Münzen 2 Stück und erreiche das Ziel. Damit, Leute, sollte es das vom Video gewesen sein. Lasst einen Daumen nach oben da für einen weiteren Part von Mario Maker 0%, weil ich habe richtig Bock drauf. Springt den Like-Button mal so richtig an, kommt schnell eine neue Folge. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und teilt auch gerne dieses Video, würde mich sehr freuen. Lasst doch mal gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Danke an die Member und klick hier auf dieses Baba-Video, du wirst es nicht bereuen. Auf Wiedersehen.